Ich hatte einen großen Emanzipationsschub hinter mir. Erstens durch meine Auseinandersetzung mit dem Widerstand und zweitens, weil ich mir sagte, diese Katastrophen haben eigentlich immer nur die Männer angerichtet und die Frauen mussten das ausbaden. Das war mein Emanzipationsschub. Ich habe mir gesagt, das gibt's doch nicht, dass Frauen immer die Leidtragenden im Buch wortwörtlichen Sinne dieser Männerkatastrophen sind. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das alles nicht mehr passiert. Und ich denke mir, dass ich ganz unbefangen und mir gar nicht bewusst wurde, was für einen unheimlich schweren Weg ich vor mir haben würde als Frau. Und ich habe dann sehr gekämpft, 1949, ganz Anfang des Jahres 49, als im Parlamentarischen Rat die Frage des, wie wird der Gleichberechtigungsartikel formuliert. Und die Weimarer Verfassung hatte ja nur die grundsätzliche Gleichberechtigung in staatsbürgerlichen Angelegenheiten den Frauen gegeben. Und das hieß eben, dass Frauen außerhalb des Wahlrechts überhaupt keine Gleichberechtigung hatten. Und der erste Anlauf im Parlamentarischen Rat, da hieß es, Männer und Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt. Also dieses Einengen auf nur staatsbürgerlich war weggefallen, aber das grundsätzlich bedeutete natürlich für jeden, der ein bisschen was von Juristerei versteht, Ausnahmen gibt es jede Menge. Und da gab es eine Frau unter den Vieren im Parlamentarischen Rat, das war die Notarin Elisabeth Selbert aus Kassel. Und die hat uns mobilisiert nach der zweiten Lesung. Und ich habe Waschkörbe mit Postkarten an den Parlamentarischen Rat als junge Stadträtin organisiert, dass wir Frauen nun wirklich gezeigt hätten, dass wir weit über das geleistet haben, was wir uns selber je hätten träumen lassen können, dass wir alleinerziehend seien, dass wir die ganzen Lasten jetzt tragen müssten und dieses Wort grundsätzlich sei diskriminierend. Und wir hatten so vorgefertigte Postkarten. Und diese Waschkörbe haben dann der Elisabeth Selbert, ich habe mir jetzt gerade noch mal die Protokolle des Parlamentarischen Rates im Hauptausschuss geben lassen, haben dann dazu beigetragen, dass nun die Männer so etwas betulich, wie sie Frauen gegenüber damals waren, dann gesagt haben, dann dieser Riesensturm wäre doch gar nicht nötig gewesen. Wir hätten auch ohne diese Aktion natürlich den Frauen die gleichen Rechte gegeben. Und so verdanken wir Frauen nur Elisabeth Selbert. Die anderen Frauen waren da gar nicht so. Es waren noch zwei CDU-Damen und SPD, die mehr sozialpolitisch engagiert waren. Also jedenfalls haben wir dann die Gleichberechtigung gehabt. Das haben die Frauen dann aber gar nicht realisiert. Und dann stand im Grundgesetz bei den Übergangsbestimmungen, bis 1953 müssten die Ausführungsgesetze zum Ehe- und Familienrecht und was ich noch was alles da sein, Beamtenrecht. Und der Adenauer hat nichts dergleichen gemacht. Er hat nicht mal, ein Frauenreferat wurde geschaffen mit einer Oberregierungsrätin. Das war alles, was zur Gleichberechtigung geschah. Und dann haben sie gedacht, na, bis 53 war nichts geschehen oder 52, dann sind sie ans Bundesverfassungsgericht gegangen. Die damalige Bundesregierung hat um Verlängerung der Fristen gebeten, sonst gibt es ein Chaos. Am 1. Januar 1953 und das Bundesverfassungsgericht war gerade ganz neu installiert mit einer Frau, Erna Schäffler, und die hat wohl ihre Kollegen dazu gebracht, dass sie gesagt haben, es wird nichts verlängert, kein Tag wird verlängert. Wenn es ein Rechtschaos gibt, ist das Schuld der Bundesregierung. Sie haben 4 Jahre Zeit gehabt und haben nichts gemacht. Und dann ging es natürlich wesentlich schneller, aber jedes Gesetz zur Gleichberechtigung, Ehe und Familie, mit konservativer Mehrheit, landete vor dem Bundesverfassungsgericht und wurde jedes Mal als nicht konform mit dem Gleichberechtigungsartikel wieder zurückgegeben ans Parlament. Also freiwillig ist da nichts passiert. Und wir Frauen verdanken eben den ersten Garnituren beim Bundesverfassungsgericht, dass die Gesetze alle wieder im Bundestag gelandet sind, um dann eben grundgesetzkonform nochmal novelliert zu werden.